Liebe Mitmenschen, in diesen Tagen jähren sich bei mir einige Ereignisse. Und zwar heute am 15. Dezember 2022 jährt sich zum 20. Mal, dass ich eine Vision des neuen Mörlehofes zu Papier brachte in einer meiner tiefsten Krisen. Schon damals war klar, dass der Mörlehof dazu dienen würde, auch ja, als Fundament dienen für globale Prozesse. Nur das konnte ich damals niemandem vermitteln. Und ja, heute steht dieser Bauernhof oder auch die Kathedrale, wie es schon von manchen Menschen so benannt wurde. In diesen Tagen geht auch ein Fünfjahresprozess zu Ende. Zu Ende 2017 war für mich klar, dass ein neuer Fünfjahresrhythmus kommt in Bezug auf Transformationen. Die habe ich persönlich bei mir schon vor Jahren begonnen. 1997 war die erste Transformation von seelischen Altlasten an unserem alten Hof im Dorf, im Ortskern. Und so hat sich das immer weiterentwickelt. Aber ab 2017 wurde mir klar, jetzt geht es aber auch um Transformationen global gesehen, im größeren Zusammenhang. Und zwar mit der Idee, dass jeder Mensch seinen Individualisierungsprozess durchläuft. Und aus diesem Individualisierungsprozess heraus kann dann ein Wir entstehen. Damit verbunden ist zunächst auch mal die Christuskraft in sich zu entdecken, sodass wir lernen, mit dem Herzen zu sehen. Dann geht es weiter, in seine wahre Größe zu kommen. Und das ist ganz wichtig, in seine wahre Größe zu kommen, um dann entsprechend Transformationsarbeiten durchführen zu können, indem man das aus der Größe heraus anschaut. Sonst schaut man es immer aus der Kleinheit heraus an und dann werde ich ewig nicht fertig. Da fehlt einfach die Kraft dazu. Parallel dazu kommen wir auch an unsere Talente heran. Und wenn wir in unserer Individualität fest verankert sind, unser Talent haben, dann können wir damit in eine Gemeinschaft treten. Das heißt, dann finden sich die Menschen, die genau das auch drauf haben, die ebenso in ihrer Individualität drin sind. Und Individualität heißt nicht, irgendwie mit Ego, mit krankem Ego verhaftet zu sein, sondern das ist das, was zu jedem Menschen gehört. Und daraus kann dann ein Wir gebildet werden, entstehen Gemeinschaften und diese Gemeinschaften können dann diese Dinge auf den Boden bringen. Und das sehe ich als sehr wichtig an für den kommenden Fünfjahresrhythmus, vorbereitete Dinge auf den Boden bringen zu können. Natürlich begleitet immer noch mit den Transformationsprozessen. Das geht also weiter die nächsten Jahre. Aber wir werden innerhalb der nächsten 5 Jahre gewisse Dinge auf den Boden bringen können. Um die auf den Boden zu bringen, erleben wir ja auch teilweise noch gesetzliche Hürden. Diese gesetzlichen Hürden werden dann weichen, wenn wir eben unsere Spiegelungen, was das heutige System anbelangt, in uns erkennen und bearbeiten, transformieren, dann werden diese Hürden von alleine verschwinden und es wird ein Freiraum entstehen für Neues. Das ist das Geheimnis, wenn wir Neues, wahres Neues auf den Boden bringen möchten. Und da in Humisal ein geistiges Selbstregulativ integriert ist, können wir auch
rausfinden, was wahr ist, sowohl bei uns selber persönlich, wie auch was wir dann handwerklich in die Welt bringen können. Also das ist jetzt dieses Ende 2022 ein ganz entscheidender Moment, gerade wo auch auf der anderen Seite die dunkelsten Kräfte so richtig auftreten und alles geben, um ihre Agenda durchzusetzen. Interessant ist auch, ich habe ja euch letztens gesagt, dass ich dem Herrn Klaus Schwab eine E-Mail geschickt habe. Ich habe bis heute keine Antwort erhalten. Ich habe ihn um ein Gespräch gebeten. Ob ich eine Antwort bekomme oder nicht, das ist egal. Und darin habe ich gesagt, ich möchte ihn verstehen. Da ich es von ihm nicht direkt erfahre, schiebt Humisal mir die Antwort zu. Und ich habe gestern ein Buch gefunden im Internet, das heißt das Jahr 2000 und die Entwicklung der nächsten 33 Jahre, geschrieben von einem Herrn Kahn. Und dieser wiederum ist Vorbild von Klaus Schwab. Dieses Buch ist erstens leider nur in Englisch geschrieben und zweitens im Internet nicht zu finden, ist ausverkauft. Aber ihr seht, wie ich an diese Dinge herankomme. Das ist so geführt und das zeigt aber auch, dass wir tatsächlich die Möglichkeit haben, in diesen finsteren Zeiten alles zum Guten wenden zu können. Und deshalb weiter dranbleiben an den Transformationsarbeiten, an seiner Talentsuche, Talentfindung, Parallelwelt aufbauen und wirklich mit der Idee, das auf den Boden zu bringen. Und das Wichtige ist, so wie ich das eben vor 20 Jahren auch gemacht habe, bitte bringt es aufs Papier, behaltet es nicht nur im Kopf. Mit dem ersten Strich mit dem Kugelschreiber oder Bleistift oder Farbstift beginnt die Manifestation. Macht es unbedingt. Ja, und dann, ich habe zwar Ahnungen, wie das die nächste Zeit kommen könnte, nur ich möchte davon jetzt nicht sprechen, um nicht irgendetwas zu manifestieren. Es gibt viele Menschen, die jetzt gerade so einen richtigen Sport, Extremsport sogar entwickeln, wie sie die Zukunft sehen. Und viele Menschen hecheln geradezu hinterher. Ich bitte euch, lasst es einfach bleiben. Lasst es einfach bleiben. Ihr versperrt euch dadurch den eigenen Weg. Müllt euch mit allen möglichen Dingen zu, die nicht zu kommen brauchen oder auch kommen können. Denn was bringt es, wenn jemand sagt, ja, das nächste Jahr wird turbulent? Und ja, was bringt es, wenn er dann irgendwann sagen kann, seht ihr, ich habe es gesehen, das bringt es doch nicht. Oder andere sagen, ja, im Februar ist alles vorbei und dann ist alles gut. Verlasst euch auf keinen einzigen Menschen. Verlasst euch auf euer Herz. Und damit ihr euch auf euer Herz verlassen könnt, ist natürlich wichtig, erstmal das Herz kennenzulernen. Das ist der einzige doppelte Boden, der sicherste Boden, der euch durch diese Zeit führt. Und dazu lade ich euch herzlich ein, jetzt das Fundament zu bilden, damit innerhalb der nächsten 5 Jahre die neuen Dinge, die ihr jetzt schon im Geistigen entwickelt, aus dem Geistigen heraus entwickelt, auf den Boden bringen könnt und wirklich ja, Gemeinschaften, tragbare Gemeinschaften entstehen können, mit einem sauberen, auf dem Herzensfundament aufgebauten Festigkeit und Selbstsicherheit. Dazu lade ich euch ein. Und das wird also jetzt nochmal sehr extrem werden, gerade in diesen Tagen. Und ich möchte darauf hinweisen, auf 2 Daten. Es kommt denn jetzt der 18. Dezember und der 21. Und zum 21. habe ich eben auch wieder ein eigenes Verhältnis, wo sich
mein eigenes Graserlebnis zum 22. Mal jährt. Ich bin sehr gespannt drauf, was geschehen wird. Es kann auch sein, es geschieht gar nichts. Aber dass irgendwas geschieht, das kann man fast greifen. Die Aktivitäten auf der Sonne, und wir heilen ja parallel auch die Sonne bei unseren Transformationsprozessen, und das wird eine Auswirkung haben auch auf die Erde. Und ich spüre dieses Rumpeln, diese Bewegungen. Man sieht es an Vulkantätigkeiten, man sieht es an Naturphänomene. Und irgendwann, wenn so alles vorbereitet ist, dann wird es irgendwo sich zeigen durch einen plötzlichen Einschlag. Und das kann auch ein ganz guter Einschlag sein, ich weiß es nicht. Aber es wird auf jeden Fall ein Einschlag sein, der uns wachrüttelt und auch uns ganz klar vor Augen führt, wo wir momentan global hinlaufen. Wie gesagt, ich lade euch ein, diesen Wandel zum Guten zu bewirken, durch Transformationsprozesse, durch Visionen aufs Papier bringen, mit dem Herzen sehen zu lernen. Ich wünsche euch alles Gute und demnächst ja auch eine gute Vorbereitung auf das kommende Weihnachtsfest. Euer Bauer Hubert Mörle.